der Gestank. Willkommen, Freunde! Es ist königlicher Wunschtag. Also, was werdet ihr euch heute von eurem König wünschen? Oh, Regenbogenkönig, wir lieben die Farbe des Himmels zwar, aber wir haben überlegt, ob er vielleicht ein klitzekleines bisschen mehr folgende Farbe haben könnte. Lila? Grün? Was? Ich will aber bitte grün haben. Aber sicher. Morgen werde ich den Himmel mit einem Regenbogen schmücken, der wunderschön in allen Farben erstrahlen wird. Ja! Ihr seid der beste Regenbogenkönig. Hallo, Eure Majestät. True. Bartleby, bitte kommt zu mir. Sehr gerne, Regenbogenkönig. Ich wusste gar nicht, dass am königlichen Wunschtag so viele Wünscher kommen würden. Es ist nie gut, wenn Sie das machen. Ich bin gleich wieder da. True, Bartleby, folgt mir bitte. Saphir immergrün. Er macht es schon wieder. Wer macht was schon wieder? Mein Cousin Düstergrau. Er ist ein sehr düsterer Zeitgenosse. Er kann nichts dagegen tun. Kann ich helfen, ihn aufzumuntern? Oh, danke schön, True, aber er ist mein düsterer Cousin. Und ich denke, ein freundliches Gespräch sollte helfen. Allerdings sollte ich das führen, bevor alle in Regenbogenstadt bedrückt sind. Aber was ist mit dem königlichen Wunschtag? Oh, du hast recht. Jemand muss sich heute ihre Ideen und Probleme anhören. Oh, True, du kannst das machen. Was, ich? Wirklich? Aber sicher. Die Bewohner lieben dich doch und vertrauen dir völlig. Alles, was du brauchst, sind eine Krone und ein Zepter. Es macht Spaß, damit zu winken und auf Dinge zu zeigen. Fröhlichen königlichen Wunschtag. Sehr königlich. Das macht ja wirklich Spaß. Wie sollte eine Königin sich hinsetzen? Wie? Keine Ahnung, ich war noch nie eine Königin. Okay, ich probier's einfach. Du bist ein Naturtalent. Eure Königin ist bereit. Entschuldigt, Fräulein Königin. Mein Problem ist, dass ich immer wieder in Yetis renne, die die Straße überqueren. Ihr solltet dieses Achtung-Yeti-Schild benutzen. Ich danke euch, Königin True. Hey! Oh ja, das erste königliche Problem gelöst. Gib mir die Pfote, schlag ein. Oh, einen Moment. Vielleicht machen Königinnen das Diese nicht. Diese Königin schon. Ha. Ja, sie macht es. Ich hatte einen großen bunten Ballon, aber er ist geplatzt. Dann brauchst du einen neuen großen bunten Ballon. Oh, sicher. Warum nicht? Das ist toll. Wusste ich doch, dass ich meinen Namen gehört habe. Bis Königin, Eure Hoheit, Truman. Mein Name ist Bila und ich habe ein süßes kleines Tierchen im Wald gefunden. Darf ich es behalten? Aber natürlich, Mila. Ich liebe Haustiere. Hurra! Oh, und kann ich ihn ausführen, wann immer ich möchte? Rund um die Uhr. Haustiere mögen Spaziergänge. Wow, danke. Du bist die beste Königin, die das Regenbogenreich je hatte. Mach's gut. Snack. Okay, wer ist der Nächste mit einem Anliegen? Der königliche Wunschtag ist zu Ende, Bee. Das hat Spaß gemacht. War aber auch wirklich sehr anstrengend. Seltsam, ich war noch nie munterer. Warte, Bee. Hi. Okay, wir bearbeiten noch ein letztes Anliegen. Eure Hoheit, bitte kommt ganz schnell, wir haben einen Notfall. Düstergrau, mein lieber Cousin, warum bist du so düster? Es ist ein toller Tag. Die Sonne sticht mir in die Augen. Und die Vögel zwitschern. Immer das gleiche Lied, wieder und wieder und wieder. Das macht mich alles so schrecklich düster. Ich bin wirklich sehr schlecht drauf. Alles nimmt hier seinen Lauf.
Lasst mich doch bitte nur in Ruhe. Glücklich sein macht mich frustriert. Ich bin davon irritiert. Ich will schlechte Laune haben, also lasst mich doch. Woher hast du dieses Düsterzepter, Graui? Onkel Grantig hat es mir zu meinem millionsten Geburtstag geschenkt. Juhu, das war nicht das, was ich wollte. Düstergrau, warte! Oh mein Gott, das ist schlimm! Wow, was ist das für ein schrecklicher Gestank? Das ist der Notfall. Der Gestank ist so übel, dass alle aus dem Park flüchten. Wow, der Gestank ist fantastisch. Wie ein überreifer alter Käse. Du magst das? Das ist der übelste Gestank, den ich je gerochen habe. Woher kommt das denn? Mila? Oh nein, das ist das süße kleine Tierchen aus dem Wald, das sie Gassi führen wollte. Hi, Mila. Königin Truth. Eure majestätische Hoheit, ich meine Ma'am. Ich weiß, ich sagte, du könntest dein Tierchen rund um die Uhr ausführen. Er ist jetzt mein Haustier. Meine Mutter nennt ihn Stinky. Ist er nicht süß? Entschuldigt bitte. Sicher. Aber kannst du denn Stinky nicht riechen? Nein, meine Nase ist verstopft. Ich rieche leider gerade gar nichts. Warum? Riecht Stinky etwa wie ein wundervoller Strauß Blumen? Sogar noch besser. Also, ich habe nachgedacht. Ein großes Haustier wie dieses hätte doch bestimmt Freude daran, drinnen zu spielen. Oder vielleicht möchte es auch einfach ein schönes Bad nehmen. Nicht wirklich. Stinky liebt es, draußen zu sein und spazieren zu gehen. Bitte entschuldigt ihn. Und er liebt es so sehr zu spielen. Okay, tschüss. Ich muss diesen Gestank loswerden. Oh yeah. Viel besser. Oh, hi. Okay, dein Tauchgang war besser. Ich geb zu. Hey, und was ist, wenn wir diese Blumen benutzen würden, um Stinky besser riechen zu lassen? Oh? Die große Problemlösekönigin True. Mila, Stinky, wartet! Tolle Blumendecke, aber ich mochte es lieber, als Stinky noch gestunken hat. Wow, diese Blumen sind wunderschön. Danke, Königin Majestät True, eure Hoheit, Ma'am. Komm mit, Stinky. Er wird explodieren. Königin sein für einen Tag funktioniert irgendwie nicht so gut, oder? Och, ich weiß nicht. Ich finde, dieser Poncho ist echt klasse. Stinky, komm zurück! Wenn wir Stinky davon abhalten wollen, das Regenbogenreich zu verpesten, dann brauchen wir dringend Wunschhilfe. Richtig. Süßer, süßer, stinkender Poncho. Cumano! Auf zum Wunschbaum, bitte! Mein Stinky Poncho! Schlimm stinkt es doch gar nicht. Heisi, wir haben da draußen ein großes Stinkeproblem. Was du nicht sagst. Oh nein, ich kann Stinkys Gestank bis hier oben riechen. Ja, aber keine Sorge. Ich habe einen wilden Windfahnen, der den Gestank wieder nach draußen pusten kann. La la, la la la. Warum? Ich nehme ihn. Ich behalte den Gestank. Wie hat dieses Stinkproblem angefangen? Also, heute ist doch bei uns der königliche Wunschtag. Aber der Regenbogenkönig musste sich mit Düstergrau treffen. Also machte er daraus einen königlichen Wunschtag mit einer Königin. Und die bin ich. Oh, herzlichen Glückwunsch, Eure Hoheit. Das muss harte Arbeit sein. Ja, es war wirklich schwer, den Überblick über all die Anliegen zu behalten. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe einem Mädchen erlaubt, ihr Haustier auszuführen, rund um die Uhr. Und wohin sie will. Hört sich für mich nicht so schlimm an. Ist es aber. Ich wusste ja nicht, dass ihr Tier ein Stinktier ist. Oh, also daher kommt der Gestank. Das gesamte Regenbogenreich ist voll mit dem Gestank. Lasst uns darüber nachdenken. Super Idee. Ah!
können die Wünsche dir helfen? Also, ich kann Stinky ja nicht vom Stinken einfach abhalten, aber ich könnte einen Wunsch benutzen, um ihn besser riechen zu lassen. Einen schlechten Geruch mit einem guten überdecken. Ja, und ein anderer Wunsch könnte den Gestank von den Leuten wegbewegen, die ihn nicht riechen wollen. So wie dein wilder Windfahren das gemacht hat. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauber. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesen Wünschen. Mal sehen, was die Wunschklopädie dazu sagt. Ah, hier ist er. Dein erster Wunsch heißt Dufti. Er produziert wundervolle Gerüche. Klingt wie der perfekte Wunsch, damit Stinky ab sofort besser riecht. Also, wo ist dein zweiter Wunsch? Ah! Busch. Er kann Luft ansaugen und sie genauso stark wieder rauslassen. Also können wir Stinkys Gestank einfach absaugen und irgendwo hinpusten. Schick ihn zu mir. Ich kümmere mich drum. Oh, das ist gut. Und zu guter Letzt Änderer. Er kann Dinge vergrößern oder verkleinern. Das ist lustig. Ich weiß zwar nicht, wie Größen verändern mir helfen kann, den Gestank loszuwerden. Aber mir fällt schon was ein. Vielen Dank, Sie. Und vielen Dank, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Bis bald, Sie. Viel Glück beim Lösen des Stinkeproblems. Düstergrau, musst du denn deine Bedrückung unbedingt überall verteilen? Nein, aber sie für mich zu behalten wäre Verschwendung. Und ich hasse Verschwendung. Ja! Und was können wir jetzt machen, Stinky? Stinky, komm zurück! Entschuldige, Cumulo, mein Lieber. Wir hätten dich warnen sollen. Davor, wie genial dieser Geruch ist. Hi, Mila. Hi, Stinky. Wie läuft's mit eurem Spaziergang? Nicht so toll. Ich kann niemanden finden, um mit Stinky zu spielen. Das tut mir leid, Mila. Hätte ich meine königlichen Pflichten erfüllt, wäre das hier nicht passiert. Aber vielleicht kriege ich das mit Wunschhilfe wieder hin. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du! Wach auf, Dufti! Wunsch werde wahr! Wenn Stinky vorbeikommt, besprühe mit deinem schönsten Duft. Jetzt! Es hat geklappt, du riechst toll, Stinky! Gute Arbeit, Dufti! Stinkys Gestank! Jetzt verpestet er sogar noch Duftis Duftwolke! Jetzt stinkt es sogar noch schlimmer! Du meinst besser? Was meinst du, wie lange hält sich das in einem Glas? Okay, wir haben versucht, Stinky zum Duften zu bringen, aber es hat nicht geklappt. Dann versuchen wir jetzt, den Gestank loszuwerden. Ja, wenn ich könnte, würde ich alles einfangen. Das wird Wusch übernehmen. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Wach auf, Busch. Wunsch werde wahr.
Busch, ich hoffe, du hast genug Platz für eine Menge Gestank. Nur noch einmal riechen. Danke, True. Und ich hab mein Glas zurück. Warte, wir riech mal. Stinky stinkt nicht mehr. Wir haben's geschafft. True, Düstergrau ist immer noch bedrückt. Und er bedrückt auch alles andere. Oh nein, das ist schrecklich bedrückend. Nicht doch. Das wäre eine schöne Abwechslung von all der lärmenden Fröhlichkeit. Regenbogenkönig? Geht es euch gut? Die Anwesenheit von Düstergrau muss mich bedrückt haben. Tja, was soll's. Es gibt eh keinen Grund, glücklich zu sein. Hab ich das gerade gesagt? Er ist auf dem Weg zum Regenbogenschloss, um es zu bedrücken. Ich brauche Hilfe. Oder lasst es sein. Das ist schrecklich, Bee. Der König ist ganz bedrückt. Wir müssen ihm schnell helfen. Und was ist mit Wusch? Ich weiß nicht, wie lange er diesen tollen Geruch festhalten kann. Hüpft alle rein! Das ist schon etwas, das man nicht jeden Tag sieht, oder? Komm mit, Bee. Und du kommst auch mit uns mit. Regenbogenstadt muss bedrückter sein. Oh nein! Wir dürfen Düstergrau das Regenbogenschloss nicht bedrücken lassen. Ich wünschte, ich hätte daran gedacht. Regenbogenkönig, kommt wieder zu euch. Ach, ich kann nicht schnipsen, aber vielleicht mit meinem Schwanz. Tabelle! Düstergrau, nicht jeder will bedrückt sein. Und nicht jeder auf der Welt will glücklich sein. So ist das halt, True. Was machen wir jetzt? Ich hab doch noch einen Wunsch übrig. Änderer. Aber wie kann dieser Wunsch uns dabei helfen, Düstergrau davon abzuhalten, alles zu bedrücken? Lass mich mal nachdenken. Düstergrau bedrückt die Dinge, indem er sie mit seinem Zepter berührt. Aber er kann nichts bedrücken, wenn er sein Zepter nicht findet. Ich lasse es einfach von Änderer schrumpfen. Ich mag deine großartigen Ideen, kleinartigen. Ach, du weißt, was ich meine. Änderer, ich brauche dich. Zipzapzu, ausgewählt bist du. Wach auf, Änderer. Wunsch werde wahr. Hallo, Änderer. Lass uns Düstergraus Zepter schrumpfen. Regenbogenschloss. Menschen fangen an zu lachen, nur weil sie es anschauen. Das kriege ich hin. Was passiert da? Ich mag es nicht, wenn Dinge passieren. Das hast du so toll gemacht. Ja, jetzt wird Grau niemals wieder... Oh. Da ist es ja. Ich hab dich. Oh, meine Augen sind einfach manchmal nur viel zu gut. Oh nein, das ist ja ganz furchtbar. True, es ist noch schlimmer, als du denkst. Also, ich glaube, das wird jetzt schwierig. Dieser Geruch, er ist nicht schlecht. Es wäre schön, den immer um sich zu haben. Hey, hast du das gehört, True? Das klang wie eine Bitte. Eine königliche Bitte. Du hast recht. Wenn Düstergrau diesen Geruch so sehr mag, bestimme ich als Königin des Tages, dass er ihn bekommt. Ich muss aber nicht mein Stinkglas rausrücken. Nein, ich habe eine noch bessere Idee. Änderer, ich brauche dich. Kannst du diese riesige Stinkwolke schrumpfen? Dann los! Vielen Dank. Wow, eine hochkonzentrierte Stinkwolke. Das reicht für immer. Düstergrau, meinst du, diese Stinkwolke würde dich selbst so glücklich machen, dass du alle anderen wieder aufmuntern kannst? Keine Versprechen, super, super True-Schuhe.
Hey, gar nicht schlecht. Also, das ist besser. Es hat geklappt. Jetzt zu Düstergraus Zepter. Danke, glaube ich. Komm zurück zu den anderen. True, du hast es geschafft. Jetzt ist alles wieder fröhlich. Wie hat es dir gefallen, einen Tag Königin zu sein? Es war schwieriger als gedacht, Eure Majestät. Und ich habe ein paar Fehler gemacht. Das ist in Ordnung, True. Um ehrlich zu sein, ich habe auch nicht immer alle Antworten zur Hand. Wer hat das schon? Hey! Tut mir leid, Mister. Aber er will einfach nur mit jemandem spielen. Wer will das nicht? Wer hätte gedacht, dass Gestank Probleme lösen kann? Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe nie an dir gezweifelt. Mir ist noch nicht alles recht, aber jetzt ist weniger schlecht. Gefällt's euch nicht, ist mir das egal. Mancher Gestank stinkt, ein anderer ist schlicht. Was du gern magst, ich weiß es nicht. Wenn du mein Glas nimmst, tut's mir weh. Wir singen und springen, es ist real. Was andere wollen, ist uns egal. Hier ist es toll, hier mögen wir's. Jeder Mann von Katz zu König. Wir sind uns sowieso nicht einig, denn jeder mag das, was er gerne mag. Kosmische Nieser. 3, 2, 1, komm raus, Bartleby! Komm raus, wo auch immer du bist! Oh. Dank meiner Ninja-Katzen-Versteckfähigkeiten wird True mich niemals finden. Kleiner Helfer, hört auf damit! Ihr verratet noch mein Versteck! Wow! Ich glaube, meine Ninja-Landefähigkeiten sind besser als meine Ninja-Versteckfähigkeiten. Was war das? Klingt so, als wäre jemand wirklich doll erkältet. Hä? Wow! Eben war unser Haus doch nicht blau und orange. Ich frag mich, was da los ist. Lass uns nachsehen, ob noch mehr Häuser ihre Farbe wechseln. Wow, bei jedem Nieser wechselt irgendwas die Farbe. Wahnsinn! Bee, du solltest dich mal ansehen. Irgendwie wirkst du so... Grün? Was meinst du, True? Unterstreicht das die Farben meiner Augen? True, dein Haar! Es ist pink! Und damit fast so cool wie meins. Danke, Bee. Scheint so, als würde das Genieser aus dem Regenbogenschloss kommen. Oh nein! Regenbogenkönig! True, Bartleby. Ach, du grüne Neune, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ach, du grüne Neune? Na, sehr passend ausgedrückt. Ich sehe, was du meinst. Es tut mir leid. Ich fürchte, ich habe mir besonders schlimme Wachugi-Boogies eingefangen. Wachugi-Boogies? Ja, sie machen mich schrecklich niesig. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, bringen sie meine Farben ganz durcheinander. Ich verstehe. Alles wechselt seine Farbe, wenn ihr niest. Aber das wird doch wieder, oder? Knallende Kürbisse, nein. In dem Buch steht, wenn ich nicht schnell Abhilfe gegen die Wachugi-Boogies schaffe, wird sich das Farbwechseln verbreiten und dann einfach für immer so bleiben. Für immer? Es muss doch einen Weg geben, es aufzuhalten, Euer Hoheit. Also, laut der Legende ist die einzige Heilung... von der Feder eines Hinotari-Vogels gekitzelt zu werden. Das ist ein magischer Vogel, der hoch oben auf dem Tippi-Tippi-Top-Berg lebt. Aber es ist so steil und kalt, dass es noch niemand bis ganz nach oben geschafft hat. Also, wir schaffen es. Wir werden euch diese Feder besorgen. True, nein, lieber nicht. Das ist viel zu gefährlich. Aber ihr seid unser Freund. Wenn ein Freund in Not ist,
tun wir alles, was wir können, um zu helfen. Ist sie nicht die Beste? Ich meine, ganz ehrlich. Komm schon, Bartleby. Wartet, bevor ihr geht. Ja, wir sind wieder normal. Low-Five, High-Five und die Faust. Yeah. Und bitte, zieht euch warm an. Oh, Cumelo. Bring uns zum Berg Tippi-Tippi-Top, bitte. Und zwar schnell. Wir fliegen direkt auf die Bergspitze und holen uns die Feder. Oh nein, Cumulo leidet an einem schlimmen Eiszapfenbefall. Die Luft hier oben ist zu kalt für Wolken. Cumulo gefriert. Halt dich fest, Bartleby! Keine Sorge, Cumulo. Alles wird wieder gut. Da! Die Sonnenstrahlen werden dich in 0, nichts wieder aufwärmen. Weißt du, dieser Berg ist gar nicht so hoch, wie ich dachte. Er ist viel höher. Es ist zu steil und zu kalt und zu verschneit, um allein da hochzuklettern. Wir brauchen jetzt Wunschhilfe. Auf zum Wunschbaum, Cumulo. Danke, Cumulo. Hi, Sie. Hi, True. Liebe Wünsche, ich brauche bitte ein paar Zutaten. Diese Suppe riecht, speziell. Sie ist für den König. Sie wird ihn nicht heilen. Aber sie sollte ihm helfen, zur Ruhe zu kommen, bis wir etwas finden für seine Wachugawala, Wachuni, Ui, Wachulu, seine Erkältung. Probieren? Ich wusste, ihr würdet es mögen. Also, wie kann der Wunschbaum euch helfen? Wir müssen auf den Tippi-Tippi-Top-Berg. Was? Aber der Berg ist riesig. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber das ist der einzige Weg, eine Hinotari-Feder zu bekommen, um die Wachugibugis des Königs wegzukitzeln. Oder mit meiner Suppe. Der Aufstieg wird eine Herausforderung. Lasst uns erst mal darüber nachdenken. Also, wie wollt ihr darauf kommen? Naja, es ist wirklich steil und verschneit. Und kalt. Pfeffereisen kalt. Wir brauchen einen Wunsch gegen die Kälte und einen Wunsch, der uns beim Aufstieg hilft. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Eine wunderbare Wunschauswahl. Mal sehen, was die Wunschklopädie über sie sagt. Dein erster Wunsch ist Schwebi. Er ist ein schwebender Wunsch. Er kann alles und jeden in seiner Blase schweben lassen. Das ist super, um uns über die kniffligen Stellen zu bringen. Und jetzt Wunsch Nummer 2. Ah ja, Wamo, er kann alles erwärmen. So wie die Suppe, die ich für den König gemacht habe. Ja, Wamo kann den Schnee und das Eis vom Weg wegschmelzen, sodass wir ohne Probleme nach oben gelangen können. Ja, am besten schmelzen wir nur Schnee und wärmen die Suppe lieber nicht auf. Und dann haben wir noch Quatschi. Oh, dieser Wunsch ist spannend. Es ist ein Kommunikationswunsch. Er hilft euch, alles zu verstehen, was jemand sagt, egal welche Sprache die Person spricht. Hey, wie geht's euch, True und Bee?
Wahnsinn! Ich bin nur nicht sicher, wie uns entsprechender Wunsch dabei helfen könnte, die Feder für den König zu bekommen. Vielleicht bin ich nur ein Quatschkopf, aber ich denke, dir fällt was ein. Dankeschön, Sie. Und vielen Dank, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Viel Glück, ihr zwei. Zurück zum Tippi-Tippi-Topberg, Cumelo. Das ist perfekt, Cumelo. Danke. Sieh mal, da ist ein Weg. Und noch brauchen wir keine Wünsche. Das wird einfach super. Lass uns die Feder suchen. Hier, schön gemütlich, Eure Hoheit. Wie wäre es mit selbstgemachter Suppe? Oh, vielen Dank. Also das ist interessant. Oh, sieh, was ist das hinter dir? Hä? Ich kann nichts sehen. Oh, schon fertig mit der Suppe. Ich hoffe, sie hilft. Oh, ja. Ich merke schon, wie toll sie hilft. Hey, ich habe die gleiche Farbe wie meine Suppe. Oh, danke, Drew. Denkst du das gleiche wie ich, Bartleby? Da vorne kommt ein wirklich vereister Hügel. Keine Sorge, Bee. Wir haben hier einen Wunsch, der uns hilft. Wir schweben einfach darüber. Komm schon, Schwebi. Zeit, sich aufzublasen. Zip, zap, zu. Ausgewählt bist du. Mach auf, Schwebi. Wunsch werde wahr. Hi, Schwebi. Umschließe uns und bring uns über diesen vereisten Hügel auf die andere Seite. Bist du bereit? True, werden Dinge kleiner, wenn sie kalt werden? Ich glaube, das tun sie. Aber das Gute daran, mehr Katzenknuddelzeit, oder? True? Ist dir ein Schnurrbart gewachsen? Nein, das ist ein Schwanz und der kitzelt mir in der Nase. Meine Schnurrhaare stecken unter deinem Stiefel fest. Hey, Schwebi, lass uns raus. Danke, Schwebi. Weißt du, was am Tippi-Tippi-Topberg noch kalt wird? Ich auch. Lass uns das ändern. Mit diesem Buch über Schnupfenheilung sollte es Ihnen bald besser gehen, Sir. Zuerst tragen Sie eine wärmende Creme auf, um die Nebenhöhlen zu befreien. Ich bin nicht sicher, dass... Dann bedecken Sie den Kopf des Patienten mit einer warmen, wollenden Mütze. Ich glaube nicht. Dann, spielen Sie sanfte Musik, um den Patienten zu entspannen. Es funktioniert. Was ist da draußen los? Fliegende Photonen. Die ganze Stadt ist farbverrückt geworden. Ist alles in Ordnung, Bee? Ein wenig platt. Immerhin habe ich keine Lawine ausgelöst. Können wir so tun, als hätte ich das nicht gesagt? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen uns den Weg freischmelzen. Zip, zap, zu. Ausgewählt bist du. Wunsch werde wahr. Na, dann lass uns mal einheizen, Warmo. So warm, so angenehm. Nur noch ein bisschen mehr.
Danke, Warmo. True, es ist schon wieder wirklich rutschig. Ich fürchte, das schnelle Abschmelzen der Lawine hat den Weg vereist. Rutschige Katze, rutsch jetzt rutsch. Oh, wir haben 3 Schritte vorwärts und 100 zurückgemacht. Dann sollten wir vielleicht lieber klettern. Aber achte dieses Mal auf die rutschigen Stellen. Oh, das werde ich. Das werde ich. Ich bin ein Katzeneis am Stiel. Oh, ich hab dich. Ups. Kopf über, Eis am Stiel. Entschuldige, Bee. True, dem Regenbogenkönig geht es schlechter. Das ganze Königreich wechselt die Farbe. Beeilt euch! Komm schon, Bartleby, wir müssen zur Spitze. Schnell! Fürchte ich auch. Streifen und Polkadots? Wer ist das? Weiß ich nicht und will ich auch nicht wissen. Es ist ein Schneekobold. Warte, komm zurück. Dein Geknuddel hat mich warm gehalten. Danke, Warmo. Kann ich dich für immer und ewig behalten, kann ich? Hi, ich bin True und das ist mein bester Freund Bartleby. Kannst du uns bitte zur Spitze vom Tippi-Tippi-Top-Berg bringen? Andabadaki, Okoiko. Was versucht er uns zu sagen, dass wir umkehren sollen? Das werden wir sicher nicht tun. Schneekobold, der Regenbogenkönig hat die Watugi-Bugis. Damit er wieder gesund wird, müssen wir eine besondere Feder vom Hinotari-Vogel finden, der auf der Spitze des Berges lebt. Warum lässt er uns nicht vorbei? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, was er sagt. Aborito! True, ich mach das. Lauter sprechen hilft nicht! Nein, aber wir haben einen Wunsch, der dabei hilft. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du! Mach auf, Quatschi! Wunsch werde wahr! Hi, Quatschi, kannst du uns übersetzen, was der Schneekobold sagt, damit wir ihn verstehen können? Bla, bla, bla! Okay. Wirklich? Geht nicht hier lang, denn dieser Weg ist der lange Weg nach oben. Es funktioniert! Oh, das wusste ich nicht. Wenn ihr diesen Weg zurückgeht, gibt es einen geheimen Pfad durch den Berg hindurch. Er ist warm und sicher und, wie war das noch gleich? Und ist eine super Abkürzung zur Spitze. Haha, Ruckeli-Zuckberg-Galopp. Okay, der Schluss ist von mir. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Schneekobold. Wir folgen dir. Wir haben es geschafft! Schmeckt wie Seesuppe. Nur viel besser. Bartleby, 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 sieh mal. Er ist wunderschön. Ah. Oh, das ist so schön. Oh. Hinotari-Vogel, wir brauchen deine Hilfe, um den Regenbogenkönig zu heilen. Wir schaffen das nur mit deiner magischen Feder. Und wir brauchen auch nur eine. Bitte. Ich würde euch gerne helfen, aber ich fürchte, das kann ich nicht. Hä? Warum? Ich wechsle meine Federn nur zur Sommerzeit. Sommer? Hier oben sind wir nicht mehr in der Nähe des Sommers. Lass uns mal nachdenken, Bee. Warmo ist doch noch aktiv, oder? Oh ja, mein Fell war noch nie aufgewärmter. Dann können wir seine Heizkraft benutzen, um uns zu helfen. Wenn der Hinotari-Vogel nur dann seine Federn wechselt, wenn es wärmer ist,
können wir vielleicht das Eis schmelzen, sodass es sich wie Sommer anfühlt. Und dann gibt er uns die Feder. Oh ja, Federregen. True, das ist eine Wahnsinnsidee. Es funktioniert! Oh. Ah. Hey, wo willst du denn hin? Wir brauchen doch noch die Feder! Das war unsere letzte Chance, den Regenbogenkönig zu heilen. Danke, dass ihr mich aufgewärmt habt. Ich hoffe, dem König geht es bald besser. Wir haben es geschafft. Oh, vielen Dank, Warme und Quatschi. Diese Feder geht auf eine Kitzelparty. True, Bartleby, es geht dem König schlechter. Seine Nieser saugen die ganze Farbe aus Regenbogenstadt. Ah, Beeilung! So schnell wir können, sie. Bartleby, sieh mal! Oh, nein, Hilfe! Oh nein, es wird keine Farbe mehr übrig sein, wenn wir nicht schnell zum König zurückkehren. Wir brauchen Cumulo. Oh nein. Stimmt, so hoch kann er nicht fliegen. Ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen runterrutschen. Ein Eisschlitten zum Rutschen? Perfekt. Danke, Schneekobold. Bereit, den allersteilsten Berg überhaupt runterzurutschen? Klingt furchteinflößend. Lass es uns tun. Regenbogenstadt ohne Farbe. Ich ganz ohne Farbe. Das Einzige, was noch farbig ist, seid ihr, Regenbogenkönig. Ihr seid am Ausbleichen. Nur noch ein Nieser und ihr seid auch grau. True, sieh, seht! Es funktioniert! Die Farben kommen zurück! Schimmernde Saphire! Ich fühle mich viel besser! Ich bin geheilt! Danke, True! True, noch nie hat ein Bergsteiger den Tippi-Tippi-Top bezwungen, den steilsten und allerkältesten Berg im ganzen Königreich! Gut gemacht! Wenn ein Freund unsere Hilfe braucht, tun wir alles, was in unserer Macht steht, Sir. Da besteigen wir auch den allerhöchsten Berg. Falls ihr ihn in den True Bartleby Berg umbenennen wollt, uns würde das nicht stören. Suppe, Bartleby? Hä? Ich dachte, nur die Wachugi-Boogies würden Dinge die Farbe wechseln lassen. Okay, den nehme ich zurück.